Jan, nochmal wegen vorhin, ja? Pheromone und so. Wenn jemand versucht, seine Beziehungsprobleme auf die Biologie zu schieben, dann schrillen bei mir ehrlich gesagt alle Alarmglocken hoch, weil... Weil es die Wahrheit ist. Naja, nein, aber jetzt mal ohne Scheiß. Wovon du da sprichst, das ist doch nur sexuelle Attraktion. Wenn sich zwei beschnuppern, geil finden und dann ficken, ich meine, ist das Liebe? Wir sind ja keine Tiere. Klar, Säugetiere. Also, das ist doch Quatsch. Ich meine, okay, du hast recht, ich muss erstmal einen Mann heiß finden, damit ich was mit dem anfange. Aber das ist doch nur die allererste Stufe. Das ist eine tolle Stufe, ja, mit, aufregend, mit Knieflattern und Gänsehaut und ganz vielen körperlichen Reaktionen und so. Aber in Wahrheit ist es doch eigentlich auch die uninteressanteste. Weiß ich, ich finde es nicht so uninteressant. Doch, weil das alles unbewusst abläuft, über die primitivsten Instinkte. Ich kenne diese ganzen Theorien von wegen, während des Eisprungs sucht Frau sich eher Machos aus, den kantigen Testosterontypen. Sowas wie mich? Genau. Und während der anderen Zeit eher den Versorgertypen, der meinen Verwandten ähnlich sieht. Aber wie, warte ganz kurz. Das heißt, der Versorgertyp ist statistisch gesehen im Vorteil. Hey, Juli, jetzt wird mir aber einiges klar. Oh, Jan, jetzt Mann! Das ist ja alles ganz witzig und ich kenne das alles, ja? Aber für dein Leben hat es doch konkret gar keine Bedeutung. Wieso denn nicht? Weil keine Frau sich von ihren Eierstöcken die Typen aussuchen lässt. Das ist doch vollkommen klar. Ist es das? Ja. Ich meine, okay, für eine Nacht vielleicht, ja, aber doch nicht für mein ganzes Leben. Ich meine, was will ich mit einem Honk, mit dem es geil im Bett ist, aber sonst haben wir uns einfach überhaupt nichts zu sagen. Das ist doch total bescheuert. Okay, gut, bei euch Typen ist es was anderes. Was meinst du denn damit jetzt? Na, Schwanzsteuerung, Blut hier unten, hier oben nichts mehr. Ach Gott, jetzt kommt das schon wieder. Okay, okay. Lass mal beim Thema Liebe bleiben, ja? Ich meine, nachdem ich jemanden gefunden habe, den ich sexuell attraktiv finde, da wird's auch erst interessant, oder nicht? Ich meine, da ist doch der Punkt, wo das Wort Liebe erst richtig zum Tragen kommt, wenn sowas wie Gleichklang entsteht. Ich meine, verlieben, das tue ich mich ja nicht hier, sondern hier. Und hier. Das heißt, ich kann mir vielleicht nicht aussuchen, wen ich geil finde. Aber ich kann mir sehr wohl aussuchen, wen ich mich verliebe. Und das ist nämlich dein Problem. Beziehungsweise die Lösung deines Problems. Du musst stufenweise vorgehen. Stufenweise? Ja. Stufe 1, such dir eine Frau, die du hot findest. Stufe 2, guck, ob ihr auf der gleichen Wellenlänge seid. Wenn nicht, zurück zur Stufe 1. Ist nicht so schwer. Ja, es gibt auch noch eine Stufe 3, aber da kommen wir dann im Kurs für Fortgeschrittene dazu. Lassen wir uns noch ein bisschen Zeit. Ne? Ja, du bist noch Anfänger. Ich bin aber sehr gespannt. Ich freue mich schon. Mhm. Ey, ich kann nicht fassen, wie viele Typen nie zu Stufe 2 kommen. Ach, Jule, ich weiß nicht so genau. Ich meine, wir reden doch hier über eine Beziehung zwischen Mann und Frau. Und da ist Sex ja wohl ein wesentlicher Bestandteil. Na, früher ging es bei dem ganzen Mann-Frau-Ding auf jeden Fall darum, Kinder zu zeugen. Ja, okay, gut. Ja, stimmt. Und jetzt kommt's, meine Theorie, ja? Okay, ich höre dir zu. Sex braucht Kontrast. Kontrast? Ja. Männlein, Weiblein, plus, minus, hart, zart. Oha, bitte, Jan, also... Wieso? Lass mich mal bitte ausreden, weil Reibung erzeugt doch Hitze, also Sex. Mhm. Das mit den unterschiedlichen Immunsystemen, das setzt sich doch auf höherer Ebene fort. Ja, der rassige Italiener steht auf die blonde Schwedin. Exotisch, das ist einfach sexy, weil es den Genpool erweitert. Aha. Guck mal, Unterschied, Disharmonie, ja, das ist das, was Leidenschaft braucht. Mhm. Den besten Sex, den hast du doch, nachdem du dich gestritten hast. Also Lust braucht Kontrast. Ja, okay, gut, kann helfen, hast recht. Gut. Und jetzt komme ich zu meinem eigentlichen Punkt, ja? Okay. Ja. Langfristige Beziehungen, Partnerschaften eben. Mhm. Und da stimme ich voll mit dir überein. Die brauchen Harmonie. Also dein Partner, der muss halt ein richtiger Partner sein. Ja. Ja, wenn der eine, keine Ahnung, nur Fleisch fressen will, der andere aber Vegetarier ist, dann gibt es nur Stress. Der eine voll ordentlich und die andere total chaotisch ist. Ja, genau. Das endet dann immer mit, wir passen nicht zusammen. Trennungsgrund Nummer 1. Genau. Und jetzt frage ich dich, warum kommen dann so viele Paare zusammen, die einfach überhaupt nicht zusammenpassen? Da gibt es verschiedene Gründe. Weil die geilen Sex haben. Oh. So. Und da hast du den Grund für die komplette Beziehungsmisere auf diesem Planeten. Ja, es gibt einen fundamentalen Widerspruch zwischen sexueller Anziehungskraft und erfolgreicher Partnerschaft. Ja, Männlein und Weiblein, die passen auf Dauer einfach nicht zusammen. Gut, klar, langfristige Beziehungen sind kulturell erwünscht, weil sie Stabilität in Gesellschaften bringen und so weiter. Aber aus biologischer Sicht vollkommen unmöglich. Ja, Monogamie ist kulturell programmiertes Unglück, so. Quod erat demonstrandum.
Okay, wie lange war noch mal deine längste Beziehung? Naja, 9 Monate. Im Ernst? Du machst Spaß, oder? Ah! Okay, wollen wir weiterfahren? Ich glaube, ich muss jetzt mich in Bewegung setzen. Na klar, ich bin bereit. Monate.